Mein Name ist Alf von der Bastu Garage. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem zweiten Video Arduino IDE. Heute schauen wir zusammen an, wie man einen ESP8266 zum Laufen bekommt und noch ein paar Einstellungen am Arduino. Für dass wir das Gerät installieren können, tun wir hier als erstes mal bei den Einstellungen unser Programm auf Deutsch umstellen. Das können wir gleich hier machen. Das haben wir hier Deutsch und dann müssen wir das Arduino schnell einmal neu starten. Das geht machen und dann fällt es vielleicht ein bisschen einfacher. Es ist auch gäbig, wenn man mal eine Anleitung findet, die vielleicht Englisch ist und man es wieder zurückstellen könnte. Jetzt haben wir hier bei den Werkzeugen haben wir hier verschiedene Boards und unser ESP8266 ist hier nicht aufgeführt. Das heisst, wir müssen zum Arduino lernen, wie er mit dem Board umgehen muss. Zu diesem Zweck können wir hier in den Voreinstellungen, wenn wir hier auf das Zeichen klicken, einen Link drin kopieren. Den findet ihr unten in der Beschreibung des Videos. Und hier gibt es mehr Informationen zu unserem 8266. Wenn wir jetzt hier auf Werkzeug gehen, Boards Verwalter, sehen wir, dass er hier unten zusätzliche Informationen herunterladen. Jetzt können wir hier reinschreiben, ESP8266, das reicht schon. Dann können wir das anklicken und hier die Version 2.3.0 installieren. Jetzt tut er die Informationen, wie er mit dem Board reden muss und was dort für eine Firmware drauf ist. Geht er sich jetzt vom Internet holen. Das kann sein, zum Zeitpunkt, wenn ihr das installiert, dass das vielleicht eine andere Version ist, als jetzt die 2.3.0, die wir hier installieren. Und auch das Arduino haben wir jetzt hier 1.6.10. Könnte auch sein, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits ein neues gibt. Aber ich denke, die ganze Installation wird ca. etwa gleich bleiben. Und sonst muss man einfach nach Port Erweiterungen suchen mit der entsprechenden Version vom Arduino. Da findet man ganz sicher noch eine Anleitung, wie das geht. So, er ist jetzt gerade fertig mit installieren. Das heisst für uns, wir nehmen unser ESP8266 zur Hand mit einem USB-Kabel und verbinden das mal mit dem PC, verbinden, sobald er hier fertig ist. Dann sollte er auch die nötigen Treiber haben. So, tu das mal zu und stecke jetzt mal mein ESP8266 ein. Und jetzt sehen wir auch hier, werden Treiber installiert. Es kann einen kleinen Moment dauern, bis er die hat. Was vor allem für uns ganz wichtig ist, dass wir sehen, hier ist eine USB-Serial-Schnittstelle, also da tut sich noch ein Chip zwischendrin geschaltet. Jetzt können wir hier mal auf Werkzeug gehen, Board. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier unten andere noch zur Verfügung. Nehmen wir hier jetzt 1.0 ESP12. Wichtig, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Glück haben, zeigt er mir jetzt an, dass wir hier einen COM3 haben. Der ist neu dazugekommen, das ist der Anschluss. Wenn ihr einmal das Problem hättet oder nicht wüsstet, welcher Port ist jetzt das, oder ihr schon viele Geräte dran habt, könnt ihr hier mit der rechten Maustaste draufklicken. Sagen Gerätemanager. Und dann seht ihr hier unter den Anschluss, was da dran ist. Also der Kommunikationsanschluss 1, der ist immer da beim Windows. Und jetzt hier in diesem Fall wäre ich bei mir zu 3 und wenn ihr ganz viele Sachen habt, steckt ihr einfach mal das Board wieder aus und dann seht ihr, welches das verschwindet und dann seid ihr dann auch ganz sicher, welches das ihr müsst installieren müsst. Und hier seht ihr auch, wenn ihr hier ein gelbes Ausrufezeichen hättet, dann wäre der Treiber nicht richtig installiert. Dann würde es auch nicht funktionieren. So, soweit zur Installation. Jetzt wählen wir mal ein Beispiel auswählen. Ich wähle jetzt hier extra kein einfaches aus, dass wir einmal auch etwas sehen, was das Ganze kann. Ich wähle jetzt hier ESP8266 Wi-Fi und Access Point. Das heisst, hier haben wir ein Beispielprogramm. Ich mache das im Hintergrund zu und mache nur noch das auf, wo uns
Router machen aus dem kleinen ESP82. Machen wir da hier mal ein Beispiel. Ich schreibe da ein Beispiel rein. Wir sagen mal ESP8266 und vielleicht auch das Passwort, dass wir es ein bisschen einfach machen können. Tun wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. So. Gut. Jetzt müssen wir die Software auf den Computer überladen. Ich probiere jetzt das mal, obwohl ich denke, dass es jetzt gerade eine Fehlermeldung wird geben. Die Fehlermeldung kommt daher, dass unser Modul sehr wahrscheinlich nicht im Flash-Modus ist. Vielleicht haben wir Glück, wie es geht, aber ich würde euch schon zeigen, wie dass man den ESP8266 in Flash-Modus versetzen, so dass man ihn programmieren kann. Wir schauen jetzt mal schnell bei mir, ob das geht. Jetzt wird das Programm zusammengesetzt, sozusagen, kompiliert die Maschinensprache und wird jetzt auf einen Controller aufgeladen. Jetzt habe ich gerade Glück. Für alle, die es nicht funktioniert hat, seht ihr hier links oben im Bildschirm, wie dass man das machen muss. Nämlich, man drückt zuerst den Flash-Button drücken und drückt behalten, drückt dann Reset und nach dem Reset lässt man den Flash-Button wieder los. So wird das Gerät in Flash-Modus versetzt. So, jetzt haben wir das hier aufgeladen. Jetzt haben wir hier unter Werkzeugen, können wir sagen, serieller Monitor. Das ist so eine Art Textzeile, wo unser Gerät reden kann. Ich tue das hier mal auf 11.52.00 baut. Jetzt drücke ich den Reset-Knopf auf dem Gerät, dass das Programm nochmal startet. Und jetzt sehe ich, aha, Access Point mit der IP-Adresse 192.168.4.1 ist da und der Webserver ist gestartet. So, jetzt wollen wir noch schnell heute zusammen testen, ob unser ganzes Gerät auch funktioniert mit unserer Programmiererei. Ich mache hier mal das WLAN auf. Seht schon unser ESP8266 und natürlich mal ganz frech mit dem verbinden. Den Schlüssel haben wir ja links im Code definiert. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich tue da mal weiter, sage Nein. Und schaue mal, ob wir uns heute mit verbinden. Und das dauert natürlich ein kleines Moment. Ihr könnt natürlich auch ein Handy nehmen oder ein Tablet oder was ihr gerade rum habt, ein Laptop, um das heute auszuprobieren. Wichtig ist noch, tut euer ESP8266, bevor ihr das macht, noch schnell einmal Reset drücken. Ihr seht, das geht jetzt nicht. Ich mache das Reset auch einmal, drücke schnell heute einmal drauf. Schauen wir mal, jetzt meint ihr zwar, er sei verbunden da hier. Schauen wir mal, ob er noch aufrufen kann. Machen wir dann mal das Internet auf, mit der IP-Adresse vom Router. Schauen wir mal schnell, wie alles geklappt hat, sollte hier eigentlich das Wort You are connected stehen oder so irgendetwas Ähnliches. Was auch hier vorkommt. Das, was hier steht, ist eigentlich das, was hier im Programm innen steht. Das da hier ist noch HTML, das H1, und das heisst eigentlich You are connected. Ich könnte dann schreiben, Juhu, der Wald ist grün oder was noch gefällt. Jetzt, nachdem wir gesehen haben, dass wir uns verbinden können, wissen wir auch, dass die ganze Schnittstelle funktioniert und wir den ESP8266 super in unserem Arduino-Umgebung installiert haben. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Merci. Hallo zusammen. Merci, habt ihr unser Video geschaut. Das ist echt cool. Hier auf dieser Seite würdet ihr Links finden zu unserem Online-Shop, zu den Blog-Einträgen, so unter anderem wie man so ein Elektro-Drift-Dreieck selber aus einem alten BMX, aus einem alten Elektro-Velo baut. Und hier wäre es echt cool, wenn ihr könntet den Channel abonnieren könnt. Merci vielmals fürs Schauen, danke, zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.